Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne was Besonderes vorstellen. Und zwar habe ich mir Werkzeug für zum Dellen ausbeulen am Auto gekauft. Und zwar vom Hersteller Super PDR. Diese gibt es im Internet zu bestellen. Und ja, ich habe mir dieses umfangreiche Set hier bestellt, das ich euch kurz mal vorstellen möchte und auch zeigen, was alles so hier dabei ist. Einmal haben wir hier rechts dieses Schild, mit dem man die Beulen besser erkennen kann. Ich zeige es euch auch gleich. Zum Schild gehört noch das hier und dieses Teil, damit ihr das am Fahrzeug an der Karosserie befestigen könnt. Dann habt ihr hier verschiedene Einsätze für verschiedene große Beulen. Und davon gibt es hier verschiedene. Dann haben wir hier noch ein paar Einsätze. Hier noch so ein Klopfteil, mit dem man diese Gummis hier reinmachen kann und dann kloppen. Hier sind auch noch mal ein paar Teilchen. So. Und ja, wir gehen einfach mal weiter. Verschiedene Klebepatronen. Ihr seht hier einmal hier etwas gelbliche, weiße und schwarze. Sind für verschiedene Temperaturen geeignet und für verschiedene starke Bleche. Wir nehmen hier dieses mittlere hier für unser Auto. Ja, des Weiteren braucht ihr dafür natürlich Klebepistolen. Da sind hier gleich zwei mitgeliefert. Einmal eine für den Kfz-Betrieb, also fürs Auto, für den 12-Volt-Anschluss. Und einmal eins für die Steckdose, wenn ihr eins in der Nähe habt. Ja, dann haben wir hier weiteres Werkzeug zum Ausbeulen. Ich nutze meistens dieses hier. Das habe ich auch so von einem Freund gelernt. Außerdem gibt es viele Videos im Internet, wo man sich das alles anschauen kann. Und dann sieht man auch, wie das alles so funktioniert. Und ich muss ehrlich zugeben, es ist auch echt kein Hexenwerk. Und ich denke, das kriegt auch fast jeder hin. Ja, dann haben wir hier noch verschiedene Hämmerchen, die man nutzen kann. Hier so einen kleinen leichten Aluminiumhammer zum Klopfen. Hier, wie gesagt, auch diese Spitzen wie hier vorhin hier drin. Genau. Die sind auch hier drin. Und die kann man hier auf dem Stift hier haben. Dann klopft man halt auf diesen Stift so drauf. Ja. Außerdem gibt es hier einmal so ein, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ist aber auch zum Ausbeulen gedacht. Und man kann halt einfach mal verschiedene Varianten ausprobieren. Und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt mal eine Beule aus und versuchen das Ganze. Ich kann nicht garantieren, dass es klappt, aber ich habe es schon an einigen Stellen geschafft. So, was ihr noch dazu bekommt, ist hier eine coole Tasche, wo ihr alles schön drin aufbewahren könnt. Und natürlich hier auch eine Bedienungsanleitung. Und ich schaue jetzt und suche erst einmal diese Beule für euch heraus und dann schauen wir weiter. So, ich habe eine Delle jetzt hier schon mal ausgemacht. Die erkennt man hier auch schon mit dem bloßen Auge. Ist auch eine ziemlich tiefe Delle. Ich weiß nicht, ob wir die rauskriegen. Wir versuchen das einfach mal. Und ich habe hier auch dieses Schild hier hingemacht. Und ihr könnt jetzt hier gut erkennen, wo auch diese Delle drin ist, da die Linien hier nicht mehr gerade sind, sondern sich so verformt haben. Das ist ein Zeichen, dass wir hier eine Delle haben, egal aus welchem Blickwinkel wir drauf schauen. Die Fläche, die ihr bearbeiten müsst, müsst ihr auf jeden Fall sauber machen, fettfrei. Und euch auch das passende Stück raussuchen. Das mache ich jetzt auch. Und dann fahren wir einfach weiter fort. So, ich habe jetzt hier auch schon mal den Kleber reingemacht in die Pistole und warte, bis das Ganze jetzt hier aufgewärmt ist, damit ich auch den Kleber dann nutzen kann. Diesen schmiere ich dann hier auf dieses Stück hier drauf, weil ich denke, dass es vielleicht von der Passform her am besten passt. Und wir versuchen das einfach mal. Vielleicht habe ich auch gleich mal Glück beim ersten Mal. So, ich habe mich kurzzeitig auch nochmal für ein anderes Gegenstück hier entschieden, das einfach ein bisschen stabiler ist. Den Kleber, da solltet ihr auch nicht sparen und den drückt ihr dann einfach hier drauf auf die Beule, auf die Delle sozusagen und auch nicht zu fest und vielleicht sogar noch ein bisschen leicht drehen. Und weil wenn ihr den ganzen Kleber jetzt hier herauspresst, dann ist ja auch nichts mehr da, was es halten kann. So. Jetzt lassen wir es ein bisschen aushärten hier und ich hole auch schon mal das Werkzeug und dann probieren wir einfach unser Glück.
So, jetzt versuche ich mal mit einer Hand dieses Werkzeug hier anzulegen. Und zwar ist wichtig hier, dass man hier mit dem hier da drauf kommt. Und das machen wir jetzt hier. Ist ein bisschen blöd mit einer Hand. Ich schaue mal, dass ich das kurz hier vorbereite und dann ziehen wir weiter. So, und dabei drücken wir jetzt hier einfach immer wieder leicht dagegen und ziehen. Das ist hier noch etwas schwach. Ich muss das noch nachziehen. So, ich habe es schon einmal gemacht. Das Gerät hat das Plastikstück herausgezupft. Die Delle ist jetzt nicht viel kleiner geworden. Ich werde gleich nochmal einen zweiten Versuch starten. Das Schwierige ist einfach, dass hier zu dick ist und ich glaube auch viel zu schwer ist für solche Art von Dellen. Da muss man, glaube ich, mit einem anderen Werkzeug ran. Ich werde es trotzdem nochmal probieren. Und ja, leider habe ich jetzt keine andere Delle hier, wo ich das zum Beispiel in der Motorhaube oder so zeigen könnte, weil die wären viel einfacher zum rauskriegen, weil wie gesagt, hier genau an der Kante, das ist sowas von stabil, das wird richtig schwer. Aber ich probiere es einfach nochmal. So, ich versuche es jetzt nochmal ein zweites Mal. Ihr müsst aber hier einfach nur leicht drücken und ihr seht, dass es dann auch angezogen wird hier. Normal soll man immer ein bisschen drehen. So, der Kleber ist hier drauf geblieben. Den lösen wir aber gleich wieder. So, dazu gibt es hier auch so einen kleinen Kunststoffschaber, mit dem man das dann hier relativ einfach lösen kann. So. Die Delle ist natürlich noch da. Das kriegt man alles auch hier relativ weg, gut weg. Aber ja, ich finde eigentlich, dass die Delle minimal etwas kleiner geworden ist. Aber wie gesagt, das ist wirklich hier ein hartes Stück. Da werde ich auf jeden Fall anders herangehen müssen an die ganze Sache. Und schauen, ob ich von der anderen Seite ein bisschen dagegen drücken kann. So, ich versuche es nochmal hier mit einem anderen Stück und schauen wir mal. So, das ist gar kein Problem, das kriegt man alles locker weg hier. So, jetzt lassen wir das einfach mal noch ein bisschen aushärten und dann probiere ich es einfach nochmal. So, ich mache jetzt erstmal meinen letzten Versuch mit dieser Delle und fange hier einfach mal an. Oh, die löst sich jetzt hier schon. Da war der Kleber vielleicht nicht so gut oder ausgehärtet. Da ziehen wir ihn mal weg. Das war viel zu leicht, also das hat, glaube ich, jetzt überhaupt nichts gebracht. Aber schauen wir einfach mal nach. Dann probieren wir das jetzt einfach hier wieder zu lösen. So. Das lässt sich auf jeden Fall alles gut entfernen, keine Sorge. Aber meine Delle ist noch da, auch wenn es aussieht, dass sie etwas kleiner geworden ist insgesamt. Werde ich da auf jeden Fall noch einige Versuche brauchen. Patronen habe ich genug, auch diese Plastikdinger habe ich reichlich. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Das war es soweit von mir, Leute. Vielen Dank.